Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Fabrik 10 Input, wieder ein Online-Format hier. Es geht heute weiter mit unserer legendären Jesus Daily Reihe, wo es ja einfach darum geht, wie du ganz persönlich in deinem Alltag Gott erleben kannst. Denn das ist wirklich so das wichtigste Topic überhaupt, weil das dein Glauben so richtig lebendig und abenteuerlich macht. Und ihr habt bestimmt gesehen, dass wir diesen Freitag ein Online-Meeting haben werden bei Zoom. Darauf freue ich mich schon richtig doll, euch einfach alle zu sehen. Und dafür ist es richtig wichtig, dass du dir mein Video hier wirklich einfach anschaust. Denn am Ende wird es noch eine kleine Challenge geben, über die wir dann am Freitag auch einfach quatschen. Und ich sag's hier schon mal, wenn dir zwischendurch einfach so Fragen kommen, irgendwas, was du nicht verstehst oder wo du dich so dafür interessieren würdest, wie wir das machen, dann schreib dir deine Fragen auf. Dann hast du nämlich gleich für Freitag einfach was du uns fragen kannst im Online-Meeting. Ihr habt hoffentlich das letzte Video gesehen von Marvin, wo er darüber geredet hat, wie wir so in unserem Kopf Bilder von Gott empfangen können. Mega-Video auch. Und wenn ihr es gesehen habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich genau in dem gleichen Sessel sitze wie er. Ich fand es ziemlich cool. Ich zitiere, er hat gesagt, es ist ein legendärer Jesus-Chair. Und ein Glück habe ich genau den gleichen. Und fand es ganz cool, hier meinen Input auch in dem Sessel zu machen. Vor allem ist das hier tatsächlich auch der Ort, wo ich meistens Zeit mit Gott verbringe. Und auch bei mir darf das Käffchen nicht fehlen. Das heißt, wenn du Bock hast, können wir das einfach so machen, dass du dir auch einen Kaffee nimmst oder wenn du keinen Kaffee trinkst, ist das auch in Ordnung. Dann mach dir einfach irgendwie ein anderes Getränk oder einen Snack und entspann dich, guck mein Video und dann tun wir einfach so, als würde ich hier bei dir im Zimmer sitzen und dir einfach ein bisschen was darüber erzählen, wie ich Gottes Stimme höre oder was so einfach Schlüssel sind für dich, wie du Gottes Stimme hören kannst, denn genau das ist heute mein Thema. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das mega das Abenteuer ist, einfach das so mehr zu lernen und zu erleben, wie du wirklich ganz persönlich Gottes Stimme für dich hören kannst. Und deshalb habe ich heute für dich 4 Steps vorbereitet, die dir einfach dabei helfen sollen, so in diesem Abenteuer Gottes Stimme zu hören. Und egal, ob du das noch nie irgendwie erlebt hast und dir das so gar nicht sagt und eher ist ein bisschen abgefahren sogar klingt für dich oder ob du schon vor lange einfach dabei bist, ist dieses Video auf jeden Fall für jeden. Ich wurde einfach in der Vorbereitung auch so doll ermutigt, da nochmal so mehr reinzugehen, weil es einfach so krass ist, so eine krasse Möglichkeit, Gottes Stimme hören zu können. Deshalb kommen wir jetzt auch schon zu Step 1. Step 1 ist quasi, wie geht das überhaupt? Wie gesagt, Gottes Stimme hören kann erstmal auch ein bisschen abgefahren klingen. aber die wichtigste Voraussetzung ist echt erstmal, dass Gott selber in der Bibel sagt, meine Kinder hören meine Stimme. Und wir wissen, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Das heißt, es ist Fakt von Gott, dass wir seine Stimme hören können. So, und das ist erstmal so cool und ist auch erstmal so ein richtiger, cooler Hoffnungsschimmer am Anfang, dass du fähig bist, Gottes Stimme zu hören. Gott sagt selber, du hörst meine Stimme. Und das ist einfach erstmal die beste Voraussetzung überhaupt, denn jetzt müssen wir noch gucken, wie das dann funktioniert. Bevor wir das machen, noch eine richtig coole andere Sache. Und zwar habe ich so in der Vorbereitung das Gefühl gehabt, dass der Psalm 139 richtig wichtig so für uns erstmal ist. Und wenn du magst, kannst du einfach dieses Video einmal auf Pause machen und dir diesen Psalm durchlesen. Ich kenne den eigentlich schon ewig, aber fand es irgendwie nochmal so cool, weil das so die Voraussetzung dafür ist, wenn wir sagen, irgendwie wir verbringen Zeit mit Gott, ich gehe jetzt mal beten, ich höre Gottes Stimme. Ist das eigentlich voll das, warum das überhaupt Sinn macht. Ich erkläre es ganz kurz, aber wie gesagt, lese ihn dir durch. Da geht es einfach darum, dass Gott wirklich sagt, wie gut er uns kennt und wirklich alle unsere Gedanken kennt und auch versteht. Besser versteht, als ich meine Gedanken selber verstehe.
und einfach jeden Moment da ist, uns von allen Seiten umgibt, alle unsere Tage kennt und wirklich jedes Wort, was wir sprechen, hört und einfach immer da ist. Und das ist so ermutigend, einfach mit dieser Grundlage so in die Zeit mit Gott zu gehen. Wenn du einfach schon weißt, so krass, Gott ist wirklich da, und sobald ich anfange zu sprechen, eigentlich sobald ich denke, sieht er mich und ist 100% da. Und dann kann einfach dieses Gefühl von, ich führe jetzt Selbstgespräche oder ich rede gegen eine Wand oder irgendwie ich kriege keine Antwort, hat eigentlich gar keine Chance zu kommen, wenn du wirklich weißt, boah, Gott ist wirklich da. Deswegen lies ihn dir durch. Nochmal, kleine Erinnerung. genau, und später in dem Psalm gibt es so ein Vers, wo steht, wie kostbar sind mir deine Gedanken, Gott. Sie sind so viele, wie es Sand am Meer gibt. Und genau um diese Gedanken von Gott soll es auch heute gehen. Weil wenn du dir vorstellst, dass es so viele Milliarden Gedanken gibt, die Gott über dich und dein Leben denkt, dann kannst du entweder, erste Möglichkeit, die dein Leben lang ignorieren und dem keine Aufmerksamkeit schenken. Oder, zweite Möglichkeit, du fängst an, dich da wirklich nach auszustrecken, diese Gedanken irgendwie zu hören. Und das ist so gut. So, jetzt kommen wir noch kurz dazu, wie das denn praktisch geht. Ihr erinnert euch bestimmt daran, dass Marvin diese kleine Übung gemacht hat, wo ihr die Augen zugemacht habt und einfach so euch einen rosanen Elefanten vorstellen solltet in eurem Kopf. Und er so meinte, dass das auch genau die Ebene ist, wie Gott uns so Bilder schenkt. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch einmal kurz mit den Worten. Denn wenn wir darüber reden, dass wir Gottes Stimme hören, ist es meistens diese leise Stimme im Kopf, in unseren Gedanken drinne. Das heißt, wir schließen jetzt mal allesamt unsere Augen und sag einfach mal zu dir selbst in deinem Kopf, hey, du bist cool. Und genau dieses, wie man halt diese Gedanken hört, genau das ist auch die Ebene, wie wir so Gottes Gedanken und Gottes Worte wahrnehmen können, weil Gott lebt ja in uns drin, in unserem Herzen. Es macht auch nur Sinn, dass er so in uns drin zu uns redet. Aber was auch richtig cool ist, um diese Stimme einfach zu hören und was es viel leichter macht, ist, wenn man sich wirklich so einen ruhigen Ort sucht, nicht so viel Ablenkung hat, das Handy mal beiseite legt und ja, dann einfach mal so in sich reinhorcht und diese leise Stimme hört. Wir hatten bestimmt alle auch schon mal den Struggle, wie man denn jetzt die eigene Stimme von Gottes Stimme unterscheiden kann. Also wenn er in meinen Gedanken redet, woher weiß ich jetzt, ob es mein Gedanke ist oder ob es Gottes Gedanke ist? Und generell kann man auf jeden Fall sagen, dass es ein Prozess ist. Man lernt es immer mehr und man lernt seine Stimme immer besser zu unterscheiden. Aber generell kann man echt sagen, dass Gottes Gedanken echt so plötzliche Gedanken sind, die kommen. Und meistens ist es was, was man nicht, also wo man nicht selber drauf gekommen wäre. Ich versuche auch manchmal, das dann so nachzuvollziehen, woher jetzt das kam. Und dann komme ich irgendwie gar nicht darauf, warum ich jetzt sowas gedacht habe, wie sowas überhaupt in meinen Kopf kommt. So, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, dass Gottes Gedanken über dich wirklich immer gut sind und immer Hoffnung hervorbringen. Also wenn du dich, nachdem du irgendwie einen Gedanken hattest oder was gehört hast, irgendwie so fühlst und das nicht ermutigend ist für dich, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht Gott. Und eine andere Sache ist, wie du das richtig easy auch testen kannst, ist, dass Gott einfach ja der gleiche ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit und deswegen nie was sagen wird, was nicht im Einklang mit dem ist, was er in der Bibel schon gesagt hat. Also wenn er in der Bibel sagt, er liebt dich immer 100%, ist ein Gedanke wie sowas, Gott mag mich nicht mehr oder so, kann nicht von ihm sein. Genau. Kommen wir zu Step 2. Dem gebe ich die Überschrift, ein Freund Gottes sein. Denn ich habe hier so während der Vorbereitungen auch was gehört von Gott, und zwar, dass ich ein bisschen darüber quatschen soll, was es bedeutet, ein Freund oder eine Freundin von Gott zu sein. Jesus hat nämlich mal gesagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir wissen, dass derjenige, der sein Leben gegeben hat für seine Freunde, Jesus selbst ist, als er nämlich am Kreuz für uns gestorben ist. Und das Coole an diesem Vers ist, dass Gott uns seine Freunde nennt.
was mega abgefahren ist, wenn ihr darüber nachdenkt. Weil Gott ist auf der einen Seite so dieser mega krass mächtige, große, hyperintelligente Schöpfer, der sich irgendwie die ganze komplexe Welt ausgedacht hat. Und auf der anderen Seite kommt er so auf unsere Augenhöhe runter und ist so nahbar und sagt so, hey, ihr seid meine Freunde. Irgendwie total crazy. Hatte ich neulich voll so einen crazy Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, wie verrückt das eigentlich ist. Aber wie, also wie mega cool. Aber was irgendwie auch cool ist an diesem Fact, dass Gott uns seine Freunde nennt, ist, dass man daraus auch so praktische Sachen ziehen kann, was das auch so für unsere Zeit mit Gott bedeutet. Und zwar, da möchte ich auch, euch auch kurz gerne zwei Punkte nennen. Und zwar ist der erste, dass man seinen Freunden Geheimnisse anvertraut. Und das hat Jesus auch mal gesagt, nämlich folgendes: Ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Das heißt, für Gott ist es auf jeden Fall auch so, dass wenn er uns seine Freunde nennt, er uns Sachen sagt und Geheimnisse anvertraut. Und jetzt überleg mal, wenn Gott dir Sachen sagt oder das, was er weiß und so seine Geheimnisse, sind das so spannende Sachen. Also stell dir vor, irgendwie Gott sagt dir, was er über den Coronavirus denkt oder was er über dein Leben denkt, was du genau mal machen wirst, was er so in dein Leben reingelegt hat, deine Begabungen, was er mit deiner Zukunft vorhat. Es gibt so viele spannende Themen. Ich glaube, jeder von euch, wenn er die Möglichkeit hätte, irgendwie wirklich einmal kurz face-to-face mit Gott zu sein, hätte jeder irgendwie so viele Fragen, die er gerne stellen würde. Das Coole ist, dass es da wirklich so eine Möglichkeit gibt, da echt so reinzugehen und das wirklich ja, immer mehr zu erleben, so diese Geheimnisse von Gott so anvertraut zu bekommen. Und das zweite Praktische am Freunde-Dasein mit Gott ist, dass man mit seinem Freund ja auch einfach so quatscht und man erzählt einfach so, was einem auf dem Herzen ist, was man denkt. Und ihr kennt bestimmt auch alle den guten Mose aus der Bibel. Und von dem sagt man auch, dass er so face-to-face so mit Gott einfach geredet hat und einfach so im Gespräch war, wie Freunde das so machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich richtig viel mache. Wahrscheinlich am allermeisten. Ich liebe das total, dieses einfach so mit Jesus zu quatschen. Irgendwie vor allem, wenn ich spazieren bin, aber auch so irgendwie nebenbei, während ich mir Kaffee koche oder so. Und ihm einfach so sage, ach ja, heute ist ja das und das. Oh, danke, dass das voll gut wird, Gott. Und darüber denke ich so. Und genau, es ist einfach so ein Gespräch, weil ich das ja liebe, das nicht auf so eine konventionelle Art, so mit lieber Gott, Amen, sondern genau, einfach wirklich dieses ganz Vertraute ist mega cool. Und wenn wir daran zurückdenken, was wir in dem guten Psalm 139 gelesen haben, einfach, dass Gott wirklich immer da ist und so interessiert ist an deinem Leben und so einfach alles hört und sieht, was du denkst und sagst, macht das also total Sinn. Und dann ist es auch nicht komisch, dass ich das mache oder es ist kein Selbstgespräche führen, sondern es wirklich, Gott ist da und es ist so cool. Kommen wir schon zu Step 3. Da geht es jetzt quasi darum, was machst du damit, wenn Gott dir was sagt? Oder wenn du, manchmal ist ja auch, dass jemand anders zu uns kommt und sagt, hey, ich habe einen Eindruck für dich von Gott. So, wie gehst du damit um? Vergisst du es gleich wieder am nächsten Tag? Oder, die bessere Möglichkeit, bewahrst du das wirklich so in deinem Herzen? Weil in der Bibel gibt es auch dieses Saying, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn man im Kleinen treu ist, dann wird Gott einen über Größeres setzen. Und ich bin richtig davon überzeugt, dass man diese Sache auch auf dieses Gottes Stimme hören übertragen kann. Und ich glaube, wenn so Gott dir was sagt und du das so voll wertschätzt und darüber nachdenkst und das wirklich ernst nimmst, dass Gott dir dann auch immer mehr sagt. Aber wenn man am Anfang schon so ist, so, ach ja, Gott hat mir was gesagt, interessiert mich nicht, dann ist es, glaube ich, auch nicht so, dass er einem unbedingt immer mehr gibt. Ihr versteht, was ich meine, ne? Das ist zum Beispiel auch bei Maria so gewesen, bei der guten Mama von Jesus. Über die heißt es zum Beispiel,
Maria bewahrte alles, was sie gehört hatte, in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Also sie hat die ganze Zeit so in ihrem Herzen und ihrem Kopf so bewegt, oh, irgendwie Gott hat das gesagt, voll krass, was mag das bedeuten? Also sie hat so richtig sich zu Herzen genommen und so richtig ernst genommen. Und das ist richtig wichtig. Und mein persönlicher Tipp ist da, dass du es dir einfach aufschreibst, dass du dir irgendwie so ein Buch anlegst, wo du immer alles reinschreibst, was du mit Gott erlebst oder was du hörst. Selbst wenn es am Anfang so Sachen sind, wo du dir nicht 100% sicher bist, jetzt war das Gott, war ich das, ist so gut einfach in sowas reinzukommen, wirklich das wertzuschätzen. So. Ich mache das seit Jahren, eigentlich seit ich Christ bin, seit ich 15 bin. Das hier ist mein aktuelles Journal. Ich muss euch das kurz zeigen, weil ich auf die erste Seite mir so einen Vers geschrieben habe. Da steht, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Das ist ein Bibelvers. Ich fand es irgendwie so cool. Den habe ich einfach mal wortwörtlich genommen und alle Worte, die Gott zu mir geredet hat, in ein Buch geschrieben. Und das ist auch so cool für einen selber, weil man ja immer mal Momente hat, wo man dann vielleicht so ein bisschen zweifelt oder das gerade nicht erlebt. Wenn ich dann hier so nachlese, oh krass, das hat Gott gesagt, stimmt, voll cool, genau wie Maria bin und die Sachen einfach mir zu Herzen nehme und drüber nachdenke, ist das mega, mega cool. Apropos Journal, gute Überleitung mehr, ja? Kommen wir schon zu Step 4, ist es jetzt schon? Genau, das sind jetzt so die praktischen Challenges für euch. Und wir machen das so, ich habe mir drei verschiedene ausgedacht und ihr macht... ihr könnt euch eine davon aussuchen. Ihr könnt natürlich auch alle machen, aber nehmt euch sonst auch einfach die, die euch so am meisten anspricht. Und die Nummer 1 wäre auch eine Journaling-Methode. Und zwar, dass ihr quasi so einen Brief an Gott schreibt oder dass du dir einfach Zettel und Stift nimmst und aufschreibst, was dich beschäftigt oder was du für eine Frage hast an Gott. Und dann beim Schreiben einfach so in dich reinhorchst und lauscht, was Gott dir so als Antwort sagt und dann auch seine Antworten aufschreibst. Also das geht alles quasi übers Schreiben. Das ist richtig cool manchmal auch einfach, wenn einen Sachen so ganz doll beschäftigen, das einfach in Briefform zu schreiben, weil das manchmal viel leichter ist, als das auszubeten oder auszusprechen. Und es war voll cool. Ich habe gestern mit zwei Leuten geredet, die mir erzählt haben, dass sie es in letzter Zeit gemacht haben. Das fand ich voll cool, weil ich mir da schon gedacht hatte, dass ich euch das sage. Deswegen voll die coole Bestätigung, dass es echt eine mega coole Methode ist. Genau, da könnt ihr gucken, ob ihr entweder voll viel einfach alles runterschreibt, was Gott euch so sagt, oder wirklich eher so ein Gespräch aufschreibt. Aber bei der ersten Methode geht es wirklich ums Schreiben. Und es ist ganz oft, dass dann wirklich so ein Schreibfluss entsteht. Ihr könnt vorher einfach kurz so einen Heiligen Geist anladen und beten, dass Gott so voll dadurch zu euch spricht. Die zweite Möglichkeit für die Challenge ist, dass ihr das Ganze in Sprechform quasi macht. So ein bisschen wie ich erzählt habe, dass ihr einfach entweder spazieren geht oder euch in euer Zimmer setzt oder so und wirklich so mit Gott redet wie mit einem Freund und euch wirklich bewusst macht, dieses Gott ist da, er hört mich. Genau, und dann einfach so euch von der Seele redet, was euch beschäftigt und dann einfach mal guckt, was passiert. Würde mich mega interessieren, was ihr damit so erlebt. Und die dritte Möglichkeit ist, in Bezug auf die Gedanken, diese Milliarden Gedanken, die Gott über uns hat, dass ihr euch einfach entspannt zurücklegt irgendwo und einfach genau die Augen zumacht und Gott fragt, was denkst du über mich? Und dann schreibt ihr einfach mal auf so die ersten Wörter, die euch so in den Kopf kommen. Und ich glaube, durch diese Sachen können wir alle einfach mega doll noch mehr lernen, so Gottes Stimme da zu hören. Das ist richtig cool. Genau, wie gesagt, Freitagabend quatschen wir ein bisschen darüber. Mich würde voll interessieren, ob euch das leicht gefallen ist, ob das eher komisch war, was ihr so erlebt habt, was ihr gehört habt. Bin richtig gespannt. Und vergesst nicht, euch Pizza zu machen für Fabrik 10. Mit das Wichtigste, würde ich sagen. So, zum Schluss gibt es noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir für euch auf Spotify ein paar Playlists erstellt. Die findet ihr, wenn ihr Mirja Thomsen, also mich, bei Spotify sucht, mein Profil. Und dann findet ihr vier Playlists.
die 4 zieht sich durch, ihr merkt schon, 4 Punkte, 4 Playlists. mit dem Namen, also die fangen alle mit Fabrik 10 an. Da haben wir einmal eine Playlist, die heißt Worship Pop. Das ist quasi so normale christliche Musik, die ihr voll gut einfach so zum Chillen hören könnt. Oder ich höre sie voll gern beim Autofahren oder so. Dann gibt es einmal Worship aus der Gemeinde. Das sind Lieder, die wir im Gottesdienst auch singen. Das heißt, da kennt ihr wahrscheinlich die meisten und kennt vielleicht sogar die Texte. Das heißt, diese Playlist ist richtig cool, wenn ihr mitmachen wollt, mitsingen wollt beim Worship. Dann gibt es eine Playlist ruhiger Worship. Das sind eigentlich so die Lieder, die wir gehört haben, auch als wir diese Soaking-Übung mal mit Verena gemacht haben, falls ihr da wart. Einfach auch richtig cooler Lobpreis, um so einfach Zeit mit Gott so zu verbringen. Und die vierte Playlist ist Instrumental-Worship fürs Soaking. Und das ist richtig cool, auch wenn ihr zum Beispiel jetzt so einen Brief an Gott schreibt oder mit ihm redet, dann ist das ganz cool, diesen Instrumental-Worship zu haben. Wenn da jetzt keiner singt, dann ist man nicht so abgelenkt. Genau, deswegen guckt wirklich auf Spotify. Da braucht ihr auch keinen Premium-Account für, um die Playlists anzuhören. Und guckt mal, was ihr da so Schönes findet. Ansonsten freue ich mich richtig doll, euch Freitag zu sehen. Bis dann!